So, ich glaube weiter oben links, genau. Dann können wir hier die Küste nochmal abreiten. Warum wird mir die Mission die ganze Zeit noch angezeigt? Da will ich gar nicht hin, die ist viel zu hoch für mich. Das will ich gar nicht machen. Also schon irgendeine Quest? Schatzsuche, spannend. Ich möchte aber eigentlich. Gott, wir haben so viel übrig, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Was wollte ich denn machen? Krähenfeld? Nee. Ich glaube. Nee, eigentlich wollte ich da was ganz anderes machen. Ich wollte irgendwo in den Norden hin. Weltkarte? Aber sie war da irgendwo weiter rechts. Ah nee, sie ist einfach da, hä? Ist die Frau immer irgendwo anders? Das ist ja seltsam. Na gut. Egal, ich werde sowieso erstmal hier lang, da lang und dann können wir da zu der hin. Ich dachte, das wäre hier oben irgendwo. Na gut. Mal schauen, was hier oben so ist. Ah, wieder ertrunken, ne? Noch ein versteckter Schatz. Aber mal einfach. Hallo? Mit Monsterspeichel. Notizen eines Schmugglers. Das waren noch Zeit. Man schmuggelte ein paar Flaschen Schnaps nach Ochsenfurt, verscheuchte sie an Studenten. Ach, verscheuerte sie an Studenten, verdiente sich eine goldene Nase und sie waren für den Unterricht gestärkt. Okay. Dann kam Rodowit, machte die Universität dicht, verjagte die Studenten und brachte Ballisten am Ufer in Stellung, die auf alles schießen sollten, was den Ponta hoch und runter schwamm. Schwäne eingeschlossen, aber jede noch so dunkle Wolke zieht einmal vorüber. Gestern sah ich, wie unsere tapferen Soldaten ein Handelsschiff versenken. Er sank mit Mann und Maus und mitsamt der Ladung. Schade um die Männer, aber genauso schade wäre es, wenn all die Waren dort unten blieben. Also werden Martin und ich sie nach oben holen, trocknen und verkaufen und vielleicht fällt ja am Ende auch was für meinen Topf ab. Ja gut, ich glaube, es ist nicht so gut gegangen. Martin und seine Kumpels. Also wird er hier irgendwo noch. Hochgeholt haben sie es noch nicht, ne? Baxi auch nichts, außer irgendwelche Viecher im Wasser. Ich glaube, das war es schon. Könnte das Schiff vielleicht auch sein? Moment, ich speichere vorher. Nicht, dass mich wieder irgendwas unter Wasser nach unten zieht. So. Moment hier rauf. Irgendwas blubbert hinter mir. Das hört sich nicht gut an. Hilfe. Blubbert denn da so? Ah, hier sind überall irgendwelche Viecher. Ah, die Ertrunkenen, oder? Glaube ja. Schade, hier ist aber nix. Außer die Ertrunkenen. Vielleicht war es das aber auch schon. Aber es klang sehr danach, als wenn hier noch irgendwo ein Schatz sein könnte. Der Insel da drüben nicht auch noch ein Fragezeichen? Dann könnte ich da vielleicht auch noch hinschwimmen. Ach, da drüben. Ah, ne, da war. War da nicht auch eine Hexe? Bewachter Schutz. Glaube, das war die, aber die noch viel zu stark war. Ah, ich werde einfach zu meinem Pferd wieder hin. Leuchtet zumindest nichts.
nächster Ort. Hey. Oh, direkt hier vorne. Verlassene Städte. Heya! Ja, noch mehr Piraten. Frag mal, den Scheiß. Pfeiltypen erstmal erledigen. Wenn ich hier rüberkomme, Geralt, gib dir Mühe. Peaks! Das sah ja süß aus. Dankeschön fürs Folgen. Lunatic Picks. Sehr schön. Eine verlassene Stätte haben wir bereinigt. Schön. Er kann wieder angeln und schnarchen dabei. Habt ihr zufällig zu essen dabei? Ich glaube nicht, ne? Hm. Irgendwas? Weinstein. Sieht echt aus wie irgendwie zu essen, wie Fleisch. Natürlich Alkohol. Wenn sie was haben, haben sie Alkohol, ey. Kleiner Bruder, ich habe deinen Brief erhalten. Den Kindern geht es gut, danke. Der kleine Rackleith ist ganz schön gewachsen. Er reicht mir schon bis zur Schulter. Und Kit ist süß wie eh und je, aber genug davon. Ich bin so froh, dass du wieder sicher zu Hause bist. Aber ich mache mir Sorgen. Bist du wirklich sicher, dass diese Piraten für immer weg sind? Du musst wachsam sein und darfst nachts kein Licht anmachen, damit dich niemand sieht, wenn er die Küste entlang fährt. Deine Lessica. Mhm. Hey, immer eine Wasserflasche. Oh, voll schön hier eigentlich. Kräuterkundler. Der sieht ja witzig aus. Was hast du anzubieten? Hast du was Interessantes? Oh, eine Menge Kräuter, ja. Stimmt, ich wollte mal gucken, ob ich irgendwas herstellen kann. Kann ich ihm das sogar verkaufen? Oh, tatsächlich. 11. Ist nur die Frage, ich kenne mich halt überhaupt nicht aus, was ich hiervon gebrauchen kann, was nicht. Oh, 160. 138, aber alle 6 leider nur. Oder insgesamt 6 oder nur 1? Ja, okay, alle 23, okay, gut. Welche Blumen haben wir? Ja, eigentlich alles Mögliche. Irgendein Rezept. Okay. Hat er sonst noch irgendwas? Alchemie? Ja, uns fehlen irgendwie gefühlt alles. Kann verwendet werden, um Fertigkeiten zu verbessern oder ein Mutagen absolut herzustellen. Okay. 3 Stück haben wir davon. Aber wir haben, glaube ich, schon wieder Vitalität 500 oder so. Müsste gleich mal nachgucken. Moment. Leb wohl. Charakter. Oh. Habe ich das gerade zerstört? Habe ich das einfach nur rausgenommen? Nee, ich habe es einfach nur rausgekommen. Oh Gott. Ich hatte gerade Panik. Ah ne, wir haben Vitalität plus 50 nur. Okay, dann könnten wir das bei ihm herstellen. Oder können wir das selber sogar auch herstellen? Dann wäre nicht schlecht. ...150 haben wir hier sogar. Ich habe jetzt gerade nicht geguckt. Ach doch, hier, grünes. Wir haben so kleine Dinger. Achso, wir haben kleine grüne Mutagene. Können wir die eigentlich mal herstellen? Why not? Zack. Wir haben so viel Alkohol, dass wir das nicht herstellen können, ne? Da
glänzender Stern bewirkt eine feurige Explosion, die Gegner in der Nähe in Brand setzen kann. Nehme ich mit. Katze. Beschleunigt die Regeneration. Das wäre nicht schlecht. So eine gelbe Blume. Vielleicht könnte ich eine gelbe Blume beim Kaufen für Schwalbe. Was können wir noch machen? Ich glaube, das war's schon. Öle. Eine so eine gelbe mit zwei Blüten drauf. Okay, guck mal, wie teuer die ist. Hast du was Interessantes? Davon hat er 11 Stück. Das klingt auch schon mal gut. 5 kosten die. Nehmen wir mal. Ich brauche eigentlich nur eins erstmal. Sonst brauche ich, glaube ich, 5, wenn ich mich richtig erinnere. Genau. Dann machen wir davon einmal. Kann ja nicht schlecht sein. Leb wohl. So, das könnten wir eigentlich auch direkt ausrüsten. Wir sind schon wieder fast voll, ey. Tränke? Nein. Oh. So. Tränke, Schwal. Oh, wir haben sogar 3 Stück. Warum haben wir die nicht ausgerüstet? So. Dann haben wir irgendwelche komischen Bomben. Das ist der tanzende Stern. Können wir eigentlich auch mal dahin packen. Ich weiß gar nicht, wie man die zündet, aber ich werde es bestimmt wieder aus Versehen machen. So. Hier ist irgendwas lila nicht. Nehme ich mit. Yay, wir kommen unserem Ziel langsam näher. Da einmal hin. Aber jetzt ist die Quest, glaube ich, da weg beim Galgengasse. Oh, die kommt gleich wieder. Mal schauen. Weiter so, Plätze. Noch ein versteckter Schatz. Heya! Wo soll denn der versteckte Schatz sein? Ich glaube, ich bin dran vorbei. Nur hier unten. Keiner hier? Brief mit Wasserschäden, okay. Molga, ich weiß, dass du nicht mehr schmuggelst. Du hast genügend Geld gespart und wirst das Risiko nicht mehr eingehen, sondern eine Zeit mit Frau und Kindern genießen. Aber ich muss dich um einen Gefallen bitten. Wir müssen noch eine Ladung verschieben, die letzte versprochen. Es ist ein einfacher Auftrag. Nur ein paar Kisten, das Risiko ist gering. Die Belohnung ist, hat es in sich. Bitte mach es, wenn nicht um des Goldes, dann um der alten Zeiten willen. Bert. Okay. Bestimmt wieder unter Wasser, ne? 47 Meter, ich sehe schon wieder die Ertrunkenen da hinten. Oh, ich sehe ihn da drüben. Ich sehe die Ertrunkenen. Ich hoffe, die lassen mich in Ruhe. Wahrscheinlich nicht. Oh, die sind sogar Level 10. Kacke. Noch haben sie mich nicht gesehen. Ich glaube, ich muss die bestimmt erst wieder töten, bevor ich looten kann, oder? Nein. Schnell, Geralt! Schnell! Nimm mit! Juhu! Jetzt wieder raus! Bevor die kommen. Ah, schwimm schneller! Schwimm schneller! Noch haben sie mich nicht. Oh, sie gehen auch wieder zurück. Ich sehe es gerade auf der Map. Das war ja mal easy. Und schnell wieder hoch, bevor wir noch ersticken.
hatten irgendein Schwert jetzt gefunden, oder? Ja, okay, es ist nicht mal so geil. Magischer Gegenstand. Na toll. Was haben wir hier noch Neues? Tabakpfeife. Kann ein Händler verkauft oder in Handwerkzutaten zerlegt werden? Cool. Oh, das habe ich schon gelesen. Mann, ich will mal die Schultertaste verwenden zum Rüberwechseln hier. So, hier ist eine Pflanze neu. Wolfsbein, das hat man gerade gefunden. Okay, das war jetzt weniger spektakulär. Aber ich glaube, da vorne an der Ecke war die Galgengasse. Ja. Da war vorhin auf jeden Fall noch eine Nebenquest. So ist gut. Ich glaube, der Typ ist gar nicht mehr hier. Nein. Und da sind noch mehr Ertrunkene. Laufplätze. Gibt's da irgendwas Spannendes? Doch, ich glaube, ich hab's schon gesehen in der Map. Ja. Da haben wir auch noch mal irgendwas. Noch ein Schatz. Wie viele Schätze können es hier noch geben? Kacke. Verdammt. Rennt. Oh, da kommt noch einer. Mal, es reicht doch jetzt. Sind wir tot? Ich glaube, betagt. Monsterohr. Cool. Das sieht ja interessant aus. Durchweichte Nachricht. Liebe Wessi, wir können Patrick nicht mehr ernähren, daher schicken wir ihn zu dir. Ich weiß, dass du es auch nicht leicht hast mit deinen drei Kleinen. Du musst wissen, dass ich dies nicht von dir verlangen würde, wenn es nicht sein müsste. Aber hier in Wählen, wenn ich dir erzählen würde, du würdest es nicht glauben. Bitte sorge für Patrick wie für deinen eigenen Sohn. Wir kommen ihn holen, sobald der Krieg vorüber ist. Ich danke dir tausendmal. Hanna, PS, Patrick hat einen Geldbeutel im Gepäck, der ausreichen müsste, um seine Reisebegleiter wie vereinbart zu bezahlen. Sollte nicht nötig sein, dass du etwas beisteuerst. PPS, Patrick hat Angst im Dunkeln. Wenn du kannst, lass ihm eine Kerze am Bett. Ja gut. Ich glaube, das war es wohl mit Patrick. Oh, ich bin schon wieder zu schwer. Ey, kann nicht sein. Noch eine Notiz. Straßenräuber. Und da heißt es, Verbrechen würden sich nicht auszahlen. Ha, größeren Schwachsinn habe ich mein Leben lang, Lebtag nicht gehört. Das zahlt sich aus wie verrückt. Bei dem alten Sack haben wir so viel geholt, dass wir es in einem Jahr nicht versoffen kriegen. Selbst wenn wir Mahakama Schnaps trinken wie Wasser mit trockenem weißen Beauclair nachspülen. Lass die Leute doch Kokolores von den Göttern brabbeln, die uns strafen und was nicht alles. Ich bin zu alt für Märchen. Nun, nächster Halt, Novigrad. Wir verkaufen, was wir haben und leben wie Könige. Das war's wohl. Monsterherz. So. Oh, da sind schon wieder irgendwelche Wölfe. Und ich muss mein Inventar schon wieder auseinandernehmen. Oh, ich würde die gerne verkaufen. Ich werde das mal wegwerfen. Fackel. Ich weiß nicht mal, wofür ich eine Fackel brauche. 0,11. Bringt auch nicht so viel, wenn ich die wegwerfe. Stufe 19. Ich würde gern zurück wieder in mein Lager. 22. Bin gern Jahren nicht. Naja gut, reicht erstmal. So, Pferd.
manchen Höhlen brauchst du die Fackel. Ah, okay. Ich war noch in keiner Höhle. Ah, nein, kein Videoclip. Aber gut zu wissen. Ich glaube, ich habe irgendwo noch Fackeln. Glaube ich. Ich habe zumindest schon mal Fackeln gesehen. Vielleicht habe ich die auch schon... Ah, nee, hier ist ja nur eine. Falls ich heute noch in irgendeine Höhle reinkomme, habe ich eine. So, Weltkarte. Hier wollte ich eigentlich reingucken. Ja, glaube, dann könnten wir... Ich überlege vielleicht... Schnellreise. Ist hier ein Schnellreise? Ja, Krähenfels. Können wir zumindest die Sachen da ins Lager reinpacken. Vielleicht nochmal zum Schmied. Beweg dich. Und vielleicht gucken, ob die Leute irgendwas zu essen da haben. Ich hab schon wieder nur Alkohol. Dann gucken wir mal, wo der Weidler sein soll. Ich weiß gar nicht. Ja doch, das ist unsere nächste Mission. Du hast Augen wie eine Katze. Fängst du auch Mäuse? Wenn ich sie essen kann. Ach hier, das war beim Baron. Ich hab schon wieder voll vergessen, was das hier für ein Ort war. Ich glaube, die Truhe war irgendwo drinnen. Ah, die Leute sind auch schon wieder alle weg, ne? Habt ihr was zu essen für mich? Hm. Brauch was zu essen, Mann. Ohne Hake. Eine Wasserflasche immerhin. Ah, vielleicht... Moment. Stelle mich mal nicht in den Weg. So. Meditiere ich einfach mal bis 7. Mal gucken, ob die dann schon da sind. Perfekt. Hab gestern einen Eimer Schalen mitgebracht. War das ein Festmahl? Hat er keiner. Wie wär's mit einem Krug Apfelwein? Oder etwas Quark? Zeig mir deine Ware. Können wir dir irgendwas verkaufen? Naja, gerade weggeschmissen, weil wir zu schwer waren. Doch, meine Rüstung sah an. Plus 9. Die könnte ich vielleicht mal anziehen. Das kann ich hier verkaufen. Und das auch. Ey, Satteltaschen. Aber 183, die sind so teuer. Ich frage mich gerade, ob der Schmied Satteltaschen haben könnte. Ich weiß es gerade nicht. Aber 183 ist schon viel, aber 30 Kilo mehr dann tragen ist schon nicht schlecht. Ich gehe erstmal zum Schmied nach oben. Schon mal Baumrinde gegessen? Hier kommt davon schon Splitter aus dem Arsch. Wie kommen wir denn nochmal nach oben? Ist es wichtig, woher das Essen stammt? Solange die Schüssel heute habe ich ein Stück Brot und wieder neue Sachen. Im tiefen Wald findet sich ein Unterholz, wo man stets zahlreiche Pilze sammeln kann. Das ist nicht schlecht. Und du bist der Hexenmann? Der Mutant? Ich habe schon Interessanteres aus meiner Nase geholt. Wie kann ich helfen? Ich suche jemanden, der mir eine Rüstung fertigt. In bester Qualität. Nun, ich bin seit 20 Jahren im Geschäft. Ich beherrsche das Handwerk, wenn ich so sagen darf. Das würdest du gerne. Hör nicht auf sie. Sie ist in letzter Zeit sehr griesgrämig, faucht bei jeder Gelegenheit. Um was für eine Rüstung handelt es sich denn? Leicht, aber stabil. Sie darf die Bewegung nicht einschränken. Und ich muss sie ohne fremde Hilfe anlegen können. Ist das alles? Soll sie sich nicht auch noch selbst reinigen oder nach dem Scheißen den Arsch abwischen? Ginge das denn? Gute Frage. Klingt toll. Kannst du solche Rüstungen anfertigen? Nein. Aber wenn du jemanden findest, der das kann, würde ich ihn gerne kennenlernen. Ich sag Bescheid. Du musst eines über Rüstungen wissen. Wenn sie was aushalten soll, kann sie nicht leicht sein. Kann sie schon. Man braucht nur das richtige Werkzeug dafür.
Werkzeug, wie es die Leute vom Clan Tordaroch auf Undvik benutzten. Joanna, ich hab dir doch gesagt, dass du still sein sollst, wenn ich mit Kunden rede. Du sollst die Leute nicht mit deinen skelligen Legenden behelligen. Das ist keine Legende. Mein Großvater hatte sich eine Rüstung auf Undvik machen lassen, denn der Clan Tordaroch fertigte die besten Rüstungen. Jedenfalls bis vor einem Jahr, bevor der Riese die Insel verwüstete. Die Bewohner sind geflohen oder gestorben. Die Schmiede könnte aber noch stehen. Klingt interessant. Wenn ich das Werkzeug finde, würdest du mir dann die Rüstung anfertigen? Unter der Bedingung, dass du das Werkzeug bringst. Nur dann. Das klingt doch mal ganz gut. Erwähnen diese Legenden auch, wo sich die Schmiede befindet? Ja, auf der Nordseite der Insel. Der Clan hat eine Felswand ausgehöhlt, um sie zu bauen. Ich suche das Werkzeug, wenn ich das nächste Mal in Skellige bin. Lebt wohl. Oh, ich glaube, Skellige ist Level 300 oder so. Das kann auch eine Weile dauern. Aber eigentlich wollte ich gucken, was du im Angebot hast. Ich würde mir gerne dein Angebot ansehen. So. Der hat schon mal keine Satteltasche, aber hinter mir stand, glaube ich, noch ein Händler. Moment. Ich muss mich mal kurz umziehen. Nein. Ich würde mir gerne dein Angebot. Ja, nein. Zurück. Zurück. Leb wohl. Leb wohl. Muss mich kurz umziehen. Inventar. So. Können wir mal wieder Heile machen? Was könnte er gleich auch machen? Obwohl, das hat noch plus zwei Quenzzeichen. Vergleichen. Ah, perfekt. Ja. Ist, glaube ich, so ein Ding, was man, glaube ich, interessanter findet wahrscheinlich. Ist beides eigentlich gar nicht so schlecht. Obwohl, die könnte ich da drauf machen, dann habe ich auch diese paar Prozent. Haltbarkeit. Kann man da noch mit drauf schmeißen. Gut. Dann nochmal. Was hast du im Angebot? Wie kann ich helfen? Ich würde mir gerne dein Angebot ansehen. So, jetzt kann sie den Rest von mir haben. So, ich glaube, eins behalte ich mal zur Sicherheit. 3%. Achso, davon haben wir auch. Können wir eins wegwerfen. Davon brauche ich wahrscheinlich auch nicht 3. Yay, wir kriegen wieder ein bisschen Geld rein. Dann können wir uns endlich Satteltaschen kaufen. Davon kann eins weg. Rüstungsdurchbohren. Das müsste ich eigentlich auf dem Schwert drauf machen. Warte mal, 3%. Hier sind nur 2%, das kann er auch haben. Da müssen wir gleich nochmal gucken. Was ich jetzt gerade auf dem Schwert drauf habe und ob ich dort tauschen könnte. So, einmal verbessern. Ja, warum eigentlich nicht? Falls ich das brauche. Das ist noch okay. Leb wohl. So, dann schauen wir nochmal. Inventar. Was ist gerade auf meiner Waffe drauf? Doch auch Rüstungsdurchbohren, glaube ich. Angriffskraft. Kann ich auch gerade nirgendwo draufpacken. Okay. Wird schon so passen, schätze ich mal. So, hier ist noch ein Händler. Hast du einen billigeren Sattel? Willst du einen Blick auf unsere Waren werfen? Zeig mir, was du hast. Oh, der hat auch Satteltaschen. Die sehen sogar ein bisschen geiler aus. 70! Die sind so teuer. Aber 70 ist... Da kann ich richtig looten. Und Brot hat er auch. Oh, das wird teuer. Was sind das hier noch? Ausdauer? Ja, war auch interessant, aber Alter, der Preis. Die sind schon heftig. Was ist das hier noch? Panikstufe. Ja, okay, gut. Ich glaube, ich werde mir mal was gönnen.
Das wird teuer. Ach, ich glaube, es wird sich lohnen. So, ich glaube, ich werde mir noch ein bisschen... Wie viel kostet das Brot hier? Gut, Brot können wir noch kaufen. Zwiebel. Auch lecker. Oh, ist auch so teuer. Für 80. Dann kaufen wir uns lieber zwei Zwiebeln. Gerald wird richtig, richtig gut riechen. Wasserflasche. Wasserflasche? Warum sind die so teuer? Da ist nur Wasser drin, Leute. Okay, wir haben nur noch 83. Ein Brot kostet 57. Ja, ich glaube, wir werden wohl ein bisschen hungern müssen. Also wir können irgendwas verkaufen, aber ich glaube gerade nicht. Auf Wiedersehen. Dafür kann mein Pferd jetzt mein Zeug schleppen. Das ist auch was. So, zack. 130, das gefällt mir doch besser. Oh! Scheuklappen. Hatten wir auch noch. Auch nicht schlecht. So. Ich wollte noch ins Lager. Jetzt müssen wir das eigentlich gar nicht mehr unbedingt, aber ich brauche die Sachen erst in 500 Jahren. Deswegen werde ich die mal wegpacken, wenn ich sie nicht gerade verkauft habe. Ah ja, die Pfeile haben wir noch. So. Was haben wir da noch für ein Zeichen reingepackt? 2%. Können wir vielleicht auch noch verkaufen, aber... Ich glaube, die bringen nicht so viel. Haben wir auch noch zwei von. Ah, Moment. Nehmen wir das einfach mal mit rüber. Geh nochmal zum Händler und verkauf den Scheiß. Ich muss jetzt wieder ein bisschen Geld sparen. Ah. Ich könnte einen Rachenputzer haben. Moment. Das nehme ich auch noch mit. Oh! Der Junge hilft gar nicht, wenn er mal ist. Willst du einen Zeig mir, was du hast. So. Das Ding kannst du gerne haben. 31 immerhin. Das Ding auch. So, das macht 2%. Vergiften, Adrenalin. Wir haben wir sogar 3%. Können wir die 2% sogar auch noch verkaufen. Gut. Aber wenigstens wieder 144. Auf Wiedersehen. Spinnst du? Haben wir uns hier einen Helden eingefangen? Willst du den Preis für ihre Hilfe? Blut und Albträume. So. Dann können wir jetzt endlich mal mit einer richtigen Quest weitermachen. Einmal hier oben wieder zurück. Nicht markieren, sondern hinreisen. So.